Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es regnet leider, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir nicht ganz so nass werden. Es ist Sonntag, gestern habe ich kein Video hochgeladen und das auch aus gutem Grund. Hier bei uns im Laden. Wir haben jetzt einen Übergang zur Off-Season. Wir haben bei uns im Shop immer eine Zeit, wo wir darauf reagieren, was passiert. Viele Anrufe, E-Mails und Besuch hier bei uns im Ladenlokal. Und dann eher so die Off-Season, wo genau das, was ich gerade eben gesagt habe, etwas runtergeht. Und dafür fangen wir alle hier im Kiteshop an, an Projekten zu arbeiten. Eine Herausforderung, die wir in diesem Jahr hatten, war, dass wir ein ganz, man sieht es ja, ein ganz großes Platzproblem bekommen haben. Jetzt ist mir nach ganz langer Zeit eingefallen, dass wir ja hier eine abgehangene Decke haben. Und als ich vor 3 Jahren den Mietvertrag für diesen Laden unterschrieben habe, hat Steffen noch gemeint, so, oh ey, hier hättest du für 10 Jahre einen Vertrag unterschreiben können. Viel kleiner aus auf den Bildern. Ja, das sieht viel, echt viel größer aus. Ne? Ich mach mal Licht an hier. Alter, du rennst auch nicht weg. Ey, das ist nicht dein Ernst. Du kannst hier so einen Hund reinziehen, Alter. Ja, dann habe ich so viel wie vorher. Und jetzt habe ich noch das alles über. Und das kann alles lagern werden. Ja, genau, hier geht der Laden noch weiter. Alter! Das ist halt der Stromkasten, ja. Aus Holz. Weltklasse. Ja, und dann hast du aber nochmal. Oh, das geht dann noch tiefer, Alter. Ja. Ich werde bescheuert. Du, ja. Du hättest hier auch für 10 Jahre unterschreiben können, ey. Ja. Hey. Ja. Und mittlerweile ist es so voll geworden, dass wir einfach Trouble haben. Jetzt gehen wir mal in unsere Abstellkammer, was mal ein Podcast-Aufnahmestudio werden sollte. Und gestern haben wir tatsächlich alles hier rausgeräumt. Kam ein Bekannter, der hat mir geholfen. Ne, es ist gelogen. Er hat die Decke alleine abgerissen, hat hier die Decke nochmal weiß gesprüht, damit es nicht ganz so schäbig aussieht. Also, das ist noch immer nicht so ganz richtig schön. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die ganzen Kartons, die wir haben, 4 Meter hoch zu stapeln. Das ist so gut wie fertig gewesen sind, stand mein Bekannter hier, guckt so an die Decke und wir sprechen so über das Platzproblem. Und dann steht er genau hier, guckt ins Lager, guckt hier rüber, guckt ins Lager, schaut mich an und sagt, wir könnten ja die Decke im ganzen Lager abreißen und Hochregale hier reinsetzen, damit wir nochmal 2 Meter oder 3 Meter mehr nach oben Platz haben und mehr mit Leitern arbeiten werden. Und die Idee ist echt gut. Die ist echt gut. Das wird jetzt off-season-mäßig unser Winterprojekt. Jetzt mal zum eigentlichen Thema. Die Dänemark-Videos, die ihr in den letzten Tagen bei mir auf dem Kanal sehen konntet. Vielen Dank für die ganzen Likes und das positive Feedback. Und ich habe auch gesehen, dass da viele kommentiert haben, die zuvor nicht kommentiert haben. Also, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Die Videos sind allerdings aus Juli diesen Jahres gewesen. Jetzt, heute ist ja Sonntag und in der Ferienzeit, das ist so die Zeit, wo ich mir versuche, Urlaub zu nehmen. Und ich weiß aufgrund von Corona jetzt aktuell nicht, was ich machen soll. Wo ich noch nie war und gerne mal hin würde, wäre Sylt. Oder man könnte ja auch mal so eine Inselhopper-Tour machen. Richtung Ostsee, die Ecke Wustrop, wo es diese kleine Insel gibt. Das ist, glaube ich, da in der Ecke. Nochmal nach Dänemark zu fahren, war auch so eine Überlegung, dass man über Fehmarn auf eine dänische Insel übersetzt und dann auf der Ostseeseite einmal eine Woche durch Dänemark fährt. Aber auch da sieht es mit den Zahlen, was Corona und alles angeht, irgendwie schwierig aus. Und das Problem, was ich jetzt gerade habe, haben ganz viele, das ist mir vollkommen bewusst. Würde aber ganz gerne mich mit euch als Kitesurfer und Wingfoiler darüber austauschen, was ich die nächsten Tage machen kann. Vielleicht habt ihr ja auch eine richtig coole Idee. Herzlichen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und für deinen Kommentar unterhalb von diesem Video. Damit bist du eine sehr große Hilfe und könntest dazu beitragen, dass es jetzt noch ein paar schöne Kitesurf-Videos von wo auch immer her auf diesem Kanal geben wird die nächsten Tage.
In diesem Sinne bedanke ich mich und würde mich freuen, falls du es noch nicht getan hast, dass du diesen YouTube-Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video.